Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Pumping Simulator 2. Ja Leute, ich habe heute richtig Großes vor und ihr seht auch der Kontostand, der ist insane. Das ist ein Verdienst von ungefähr, ja, ich würde mal so sagen, so ein bis ein Viertel Tage. Und heute machen wir richtige Upgrades, Freunde. Heute geht es richtig ran. Ich habe richtig Bock. Und ja, aber jetzt, wie gesagt, fahren wir erstmal fix ins Lager und gucken mal, ob es noch das eine oder andere günstige Schnäppchen gibt. Mal schauen. Klopapier haben wir, glaube ich, noch. Seife auch. Hier ist ein Sessel. Wisst ihr, wir müssen auch mal unser Zuhause ein bisschen upgraden. Tankstellenschild brauchen wir nicht mehr. Aber so eine Flagge, Leute. Auf geht's. Nehmen wir mit. Ebenso auch den Sessel für zu Hause. Und, ach kommt, aber 20 Mal Klopapier, so viel brauchen wir tatsächlich noch nicht. Seife haben wir auch noch, also da sind wir auf jeden Fall definitiv noch ganz gut bestückt. So, jetzt haben wir noch ein bisschen mehr als 9000, Leute. Und damit machen wir uns direkt zur Tankstelle. Beim Bazar brauchen wir tatsächlich nichts. Tja, Leute. Es ist der Hammer. Also es hat sich auch viel getan. Ich habe tatsächlich fast alle Straßenlampen mittlerweile installiert. Habe unsere Pumpe geupgradet. Habe unsere Waschanlage, diese hier zumindest schon mal geupgradet. Und geil, Leute. Hammer. Das ist ja der Wahnsinn. Wir sind jetzt bei 5 Sternen, Leute. Bei 5 Sternen. Sehr geil. Also noch ein Stern, dann haben wir hier alles erreicht. Hammer. Richtig geil. Also wie gesagt, ich habe hier auf jeden Fall nochmal diese Art der Waschanlage geupgradet. Wir müssen natürlich dann jetzt auch in Zukunft hier die Werkstatt und diese Waschanlage upgraden. Aber Leute, ich habe heute wirklich Bock darauf, zum einen mal das WC zu upgraden. Und ich möchte hier einmal unseren Shop auf die finale Stufe bringen. Und ich möchte das Büro einmal upgraden und gucken, wie sich das denn nachher verändert. Also da bin ich auf jeden Fall ultra gespannt drauf. Und ihr habt mir auch in die Kommentare geschrieben, ich habe euch gar nicht gesagt oder gezeigt, wie man denn jetzt eigentlich letztendlich, wie ich das gemacht habe mit dem Büro, dass ich dort die ganzen Möbel dort platzieren konnte. Ja, das war, eigentlich ist es relativ simpel, Freunde. Das war einfach so, das Paket. Ich weiß nicht, hier hat es irgendwie nicht funktioniert. Ich konnte das Paket nicht entpacken. Aber als das Paket da war, ist es wie wenn man eine Seife entnimmt oder so. Dann habt ihr das Paket und dann drückt ihr auf F und dann könnt ihr dann einfach dementsprechend einmal ganz normal dieses den Inhalt sozusagen entnehmen. So, was haben wir? Ah, ja genau, wir haben ja die Flagge hier, Freunde. Wo kommt die denn eigentlich hin? Ach, da oben drauf kommt die. Oh, geil. Okay, ich bin gespannt. By the way, Freunde, ich habe gestern... Voilà. Ich habe gestern am Vortag... Erstmal, ja. Ich habe jetzt hier 3 Solaranlagen drauf, denn es gab die tatsächlich... Wow! Es gab die tatsächlich zweimal... Nee, einmal im Lager und einmal habe ich noch eine gekauft. Und das bringt tatsächlich richtig, richtig viel. Denn... Dieser erzeugte Strom, wie ich vermutet habe, der wirkt sich nachher auf den Strom aus, den wir dort hinten an unseren Ladesäulen verbrauchen. Und ja, gestern kam die Rechnung rein. Ich war gespannt. Und Leute, es war einfach nur ein Zehntel von dem, was wir letztes Mal bezahlen mussten. Letztes Mal waren es ja 2800 Dollar. Diesmal waren es nur ungefähr 250 Dollar gewesen. Also das hat sich schon definitiv mehr als rentiert, Leute. Also das war auf jeden Fall absolut insane. Ja, und ihr seht, die Tankstelle, sie wächst. Ich habe mittlerweile, glaube ich, alle Kameras installiert. Ich habe alle normalen kleinen Lampen, die es gibt, installiert. Bis jetzt natürlich, ne? Also dadurch, wenn wir natürlich jetzt wieder irgendwie was hier upgraden, dann brauchen wir definitiv wieder mehr. Und ihr könnt das auch dann mal ganz kurz sehen, hier bei der Tankstelle. Wir können aktuell keinen Sonnenkollektor mehr installieren. Klar, wir können noch 3 Ladestationen installieren, aber wir können
aktuell keine Deckenlampe mehr installieren. Wir haben noch 6 Straßenlampen zu installieren und noch 13 Scheinwerfer, aber keine Überwachungskamera mehr und kein Tankstellenschild mehr. Ja, da gibt es auf jeden Fall aktuell nichts zu tun. Ich will auf jeden Fall noch, ihr habt es gerade gesehen, schon wieder knapp 1500 Dollar. Okay. Einfach, das ist der Wahnsinn. Die machen so viel Geld, Leute, das ist echt insane. Aber okay, komm, auf geht's, machen wir das erste Upgrade, Leute. Ich bin gespannt, wie sich jetzt hier unser WC auf die letzte Stufe verändern wird. Bam. Oh mein Gott, Freunde. Okay. Okay. Jetzt sind hier irgendwie die Kameras nicht an der richtigen Stelle. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir reißen die mal ganz kurz ab. Die müssen bestimmt dann einfach an eine andere Stelle jetzt. Ah ja, hier hin. Sehr gut. Aber guckt euch mal an. Wie geil ist das bitte? Oha, Leute. Ich bin gespannt, wie es... Yay. Okay. Wie sieht es hier drinnen aus? Oha, jetzt können wir... Ach du lieber Gott. 6 Toiletten hier hinstellen. Ich war schon dabei, dass ich 3 Waschbecken hatte und 3 Seifenspender und 3 Toiletten. Und jetzt können wir einfach nochmal 3 und 3 installieren. Ach du Heiliger, ey. Okay, hier müssen wir ganz kurz anscheinend auch einmal die Kamera noch umplatzieren. Die sind auch nicht mehr da, wo es hinpasst. So, ich weiß auch gar nicht, warum man hier eigentlich Kameras braucht, aber naja, nicht so schlimm, ne? Nicht so schlimm. Geil, Leute, das ist auf jeden Fall insane. Jetzt haben wir die Toilette schon mal auf der letzten Stufe und das ist Hammer. Einfach geil. Ich finde es absolut insane, wie man das hier so, wie sich das alles hier so entwickelt und ja, wie man das alles hier so upgraden kann. Das ist schon ziemlich, ziemlich geil. Ja, die, ja, das machen wir beim nächsten Mal, Leute. Beim nächsten Mal werden wir hier unsere Zapfsäulen auf jeden Fall, ja, die Anlage werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal auf die nächste Stufe bringen und dann werden wir auf jeden Fall auch mal hier die weiteren Upgrades hier machen. Jetzt machen wir erstmal noch das Büro, Freunde. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie das dann nachher aussieht. Auf geht's! Oh! Ja! Okay! Okay! Da ist es definitiv schicker. Irgendwie ist unser Stuhl... Ah, unser Stuhl ist jetzt hier. Okay, das müssen wir dann jetzt hier einmal wieder neu einräumen. Damit das hier ein bisschen ordentlicher aussieht. Machen wir mal ganz kurz fix, Leute. Stellen wir das mal alles wieder so hin, dass es dementsprechend passt. Den müssen wir einmal rumdrehen. Ja. Bagger. Ach, haben wir das hier gleich mitgenommen. Okay, nice. Die Frage ist, muss ich den draufstellen unbedingt? Ah, nee, reicht doch, wenn ich ihn nebendran stelle. Okay, easy. Ist vielleicht auch besser... Dann fällt vielleicht auch der Monitor nicht jedes Mal um. So. Und die Tastatur noch hier drauf. Wo ist denn eigentlich jetzt die Maus hin? Ich sehe sie hier nicht auf dem Tisch. Ich glaube, sie ist weg. Aber zumindest wurde angezeigt, dass alles... ist. Von daher, wenn wir dann im nächsten Manager einstellen und was wir mittlerweile echt langsam brauchen, dann hat er da auf jeden Fall seinen Platz und seine Funktion. So, was kostet das dann jetzt? Oh, auf die letzte Stufe kostet es nochmal 4.500, Freunde. Not bad, ey, not bad. Oh, wir müssen ganz kurz schnell Sprit organisieren, sehe ich gerade. Ach, du lieber Gott. Ach, du Scheiße. Ja. Der Sprit muss erstmal jetzt schnell erledigt werden. Boah, aber Leute, guckt mal, schon wieder. 4.200 Dollar, ey, das ist... Ich sag euch, wie es ist, ne? Das ist krank. Also, die Tankstelle hier, die boomt. Aber sowas von, Freunde, das ist absolut geisteskrank. Das ist geisteskrank. So, der Tanklaster kommt und dann können wir gleich erstmal direkt hier wieder Sprit reinpumpen.
Trauma, unbedingt, ey. Und dann kommt unser Laden dran, Freunde. Und dann müssen wir erstmal wieder wahrscheinlich jede Menge Zeug kaufen. Oh, ei, oh, ei. Und dann gibt es wahrscheinlich auch noch einen neuen Sonnenkollektor, den man da drauf platzieren kann. Ei, ei, ei. Oh Mann, komm, mach hin, ey. Ja, ich hab's versaubeutelt. Wir müssen wahrscheinlich dann doch tatsächlich einen Manager einstellen, der das dann alles hier mal ein bisschen übernimmt. Aber das Ding ist halt eben auch, der Mitarbeiter, der kostet halt auch eine Schweinegeld, ne? Der kostet einfach knapp $600 am Tag. Und aktuell sind wir schon bei $1.256 an Gehalt, was unsere ganzen Mitarbeiter kosten. So. Ja, komm, wir nehmen das Geld hier mal wieder auf, damit das auch keiner mitnimmt. Good morning. Good morning. So, wie sieht's hier aus? Ja, also unsere Regale sind noch relativ gefüllt tatsächlich, auch wenn das hier relativ leer aussieht. Aber Leute, hier ist noch so viel Stuff drin, das ist richtig, richtig krass. Also, da brauchen wir uns auf jeden Fall erstmal so schnell keine Gedanken machen. Good Bei morning. den Getränken vielleicht, ja, da können wir nochmal was nachordern. Aber jetzt machen wir erstmal das, auf was ihr wahrscheinlich jetzt auch alle wartet. Ja. Good morning. Shop auf die letzte Stufe. Attacke. Oh, Leute. Ey. Sieht das nice aus? Sieht das nice aus? Okay, jetzt ist der Laden auf jeden Fall ultra leer. Also. Oh Mann. Ja, jetzt. Okay. Sekunde. Wir müssen ganz kurz schnell hier abkassieren. Und dann müssen wir uns Okay. das erste Mal ganz kurz genauer ansehen. Also, ja, hammergeil. Aber jetzt haben wir so viel Platz, Freunde. Ey, jetzt sieht der Laden richtig, richtig leer aus. Das ist ja absolut crazy. Jetzt bin ich mal ganz kurz gespannt, wie viele Regale können wir denn da jetzt noch hinstellen? Das muss ja jetzt immens viel sein. Boah, erstmal, wir können jetzt 4 Verkaufsautomaten, 4 Arcade-Maschinen noch hinstellen. Wir brauchen noch 3 Überwachungskameras. 13 Lampen brauchen wir jetzt. Oh mein Gott. Und wir brauchen noch eine Klimaanlage. Ja, also wir können noch 13 Kühler aufstellen. Noch 3 große Regalboxen. 8 von den Regalen und 4 von denen. Und noch 2 Kassen. Alter Vater, ey. Aber ich glaube, erstmal, auch wenn das jetzt hier so leer aussieht, Freunde, brauchen wir erstmal keine weitere Kasse. Und vor allen Dingen auch, ja. Aber was wir vielleicht bräuchten, wäre vielleicht noch eine Mitarbeiterin, die dann vielleicht hier die nächste Kasse übernimmt, damit das hier Okay. läuft. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Ja. Ich glaube, Leute, das müssen wir auch machen. Ich glaube, das müssen wir auch tatsächlich machen. Damit das hier weiterläuft. Ich würde sagen, da ordern wir mal noch schnell hier eine Mitarbeiterin. Einmal ganz fix die Daisy. Oh Moment, hierhin. Noch eine Daisy. Chaka. Dann kann die hier nochmal die andere Kasse belegen. Und ja, beim Manager. Holen wir jetzt so einen Manager oder nicht, Leute? Das ist jetzt halt so eine Frage, ne? Der wird sich auf jeden Fall um alles kümmern. Das wäre schon gar nicht so schlecht. Okay. Komm, machen wir. Machen wir. Auf geht's. Ab geht's. So, dann können wir den Müll hier nämlich mal noch. Upsala. Schnell wegräumen. Ja, Mitarbeiter sind auf jeden Fall teuer, Leute. Also, das ist schon krank. Aber was wir auch machen können, ist, wir können definitiv mal. Ah, können wir noch Sonnenkollektor jetzt? Noch 5 Stück? 5 Stück, Alter. Oh mein Gott. Okay, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Wir holen auf jeden Fall nochmal eine Ladestation und noch einen Sonnenkollektor dann. Wir holen noch eine Klimaanlage. Und. Ja, wir holen mal noch 3 Lampen. Und habe ich jetzt 3? Und die 3 Überwachungskameras. Und dann. Oh, wisst ihr was? Wir holen noch so eine Arcade-Station. Da habe ich auch jetzt mal Bock drauf. Und das wäre eigentlich auch noch geil, ne?
Komm, das holen wir auch noch, Leute. Wir holen jetzt mal hier noch so ein Willkommensschild. So. Ordentlich Geld ausgegeben, ey. Wahnsinn, Leute. Oh mein Gott, ey. Aber ihr seht es auch, wir haben schon wieder jede Menge Kohle am Start. Ey, es ist einfach krass. Also, diese Tankstelle hier, die läuft einfach so krass. Das ist wirklich, wirklich absolut Hammer. Also, ich glaube, wir können uns hier absolut null beschweren. So, Daisy ist schon am Start. Dann über Daisy, übernimm du mal. Ich sammle mal die Kohle ein und gucke, dass dann, ja, der Laster kommt schon hier. Kraftstoff passt auch. Das könnten wir tatsächlich auch mal upgraden dann, ne? Also, 2-2. Ah, ich bin, oder wir machen vielleicht erstmal, nee, Tankstellenverbesserung. Erstmal hier. So, weil, ja, ist doch auch okay. Weil die 480%, die sind aktuell schon, glaube ich, ganz gut. Das läuft. So, was haben wir? Das Willkommensschild. Wo kommt das denn hin? Kommt das denn hin? Ach, da vorne. Da vorne. Alles klar. Got it. Okidoki. Tschakka. Oh. Wir schreiben einfach mal herzlich willkommen. So. Ah. Wenn euch was Besseres einfällt, schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich bin gespannt. So, jetzt aber, wir haben jetzt noch so viel Stuff gekauft, Leute. Erstmal hier die Arcade-Station. Dann können die Leute hier mal ordentlich ein bisschen zocken. Zack. Nice. So, was? Da müssen wir dann ja auch eigentlich mal noch ein bisschen, da haben wir noch gar nicht den Preis irgendwie erhöht, ne? Weil wir ja vorher gar keine Arcade-Station hatten. Wir machen mal hier ganz vorsichtig, was heißt ganz vorsichtig, aber mal ein bisschen weniger als bei den anderen. Machen wir mal, lassen wir mal so stehen auf 118 und dann können die Leute hier erstmal schön eine Runde daddeln, ne? So, wir haben noch hier eine Ladestation. Die platzieren wir auf jeden Fall mal direkt. Da kann dann wieder einer tanken gehen. Dann haben wir noch eine Kamera. Wo kommt die hin? Ah, hier draußen. Hier draußen kommt noch eine hin. Hallo? Ich würde die gerne hier installieren. Ah, jetzt ist alles klar. Hatten hier kleine Schwierigkeiten. So, was haben wir hier? Ah, noch eine Klimaanlage. Wo kommt die denn hin? Ah, die kommt in das Büro jetzt. Alright. Dann schleppen wir die natürlich mal fix ins Büro rüber. Und, hey, habe ich hier aus Versehen fallen lassen. So, da hat der Manager hier auf jeden Fall sein Büro und kann dann dementsprechend. Wo ist der überhaupt, der Lawine? Wo ist denn der? Der noch nicht angetreten zu seinem Job. Ah doch, das ist der. Das ist unser Manager, Leute. Moinsen, mein Freund. So, ich bin mal gespannt, dass der auf jeden Fall, ob der hier seinen Job dann ordentlich macht. Genau, den Manager müssen wir ja eigentlich auch noch einstellen. Also, den kann man ja auch verschiedene Aufgaben geben. Hier beim Manager, Details. Der kann ja, kann Kunden warnen, kann Geld sammeln, kann Lebensmittel bestellen, kann Toilettenartikel bestellen, kann Rechnungen bezahlen. Genau, wir sagen dem auf jeden Fall erforderlicher Füllstand zum Nachbestellen. Ja, also bei 15% reicht es eigentlich. An der Anzahl der unterschiedlichen Marktprodukte. Ja, hier, Digga, auf jeden Fall machst du mal hier ordentlich. Toilettenprodukten. Toilettenprodukten. Ja, 3. Schwellwert für Lebensmittelbestellung 10. Nee. Oder doch? 10. Ah, wir machen mal. Bestellanzahl pro Produkt. Ja. Ah, warte mal, das sind wahrscheinlich immer die Pakete dann, ne? Machen wir mal so. Schwellwert zu sammeln vom Geld. Ja, sammeln mal bei 2000. Sammelt er, soll er mal einsammeln. So, das heißt, der sammelt dann jedes Mal, wenn wir 2000 € an der Kasse haben, sammelt er das dann ein. Oh, Leute, wir können jetzt hier komplett außenrum überall Lampen installieren. Hallo.
Alter, ey, das ist ja krank. Ich glaube, mit Lampen. Ja, mit Lampen brauchen wir. Es ist hier auf jeden Fall gut getan. Definitiv. Also. Wow. So, noch eine Kamera hin. Und da kommt schon wieder der Lastwagen mit den nächsten Bestellungen. So. Ach, die können wir jetzt alle da oben drauf installieren, ey. Ach du Heiliger, Leute. So, wenn ich jetzt hier hochkommen würde, wäre das auch super. Ich gehe davon aus, die Leiter ist zu klein, Leute. Die müssen wir wahrscheinlich jetzt mal upgraden. Ja, super. Das hat jetzt aber nicht viel gebracht, glaube ich, oder? Ey, komm doch da gar nicht mehr hoch, oder? Leute, ich komme hier nicht hoch. Was ist das hier? Aha, okay. Wir brauchen gar nicht so da hoch. Wir können einfach E drücken und dann verwendet der die automatisch. Okay, das wusste ich nicht. Okay, okay. Okay, Leute, ihr seht es. Wir können hier ordentlich Sonnenkollektor installieren. Also, jo, das läuft. Dann upgraden wir die direkt mal, damit die ordentlich Strom produziert dann auch noch. Ihr seht das auch hier. Das läuft auf jeden Fall mit dem Strom. Da brauchen wir uns gar keine Gedanken machen, ey. Wahnsinn. So, hier noch eine Kamera. Packen wir die noch hin. Ah, hier vorne noch beim Büro. Alright. Hängen wir natürlich fix auf. Zack. Oh, jetzt wäre er schon müde, Kollege. Oh ja, und die... Ach du lieber Gott. Haben die so viel bestellt hier? Bin ich gar nicht mehr mit meinem Zeug. Hier ist noch eine Lampe. Oh, ey, 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 Leute. So viel. Wir können hier komplett alles drumherum. Ach du lieber Gott, ey. Hier ist auf jeden Fall wieder Cash am Start. Das passt auch. Okidokili. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg und Richtung Heimat. Ist ja mittlerweile auch schon spät. Und der gute Kerl, der ist ja auch schon relativ müde. Wobei, wir können vielleicht ja ganz kurz mal noch dem einen oder anderen hier helfen, schnell, also den unserem Tankwärtern fix helfen, damit die hier... Eieiei, Leute, hier ist ja noch so viel Betrieb. Da können wir noch gar nicht los, Leute. Da können wir ja noch gar nicht los. Ach du lieber Gott. Ja, da muss der Kollege jetzt hier einmal, hier muss er standhaft bleiben. Ja, was mir aufgefallen ist tatsächlich ist, dass manchmal bleiben die Kollegen hier einfach stehen. Ne? Anstatt hier einfach weiter ihre Arbeit zu machen. Hier haben wir auch ein Problem, dass es hier nicht weitergeht. Hier, ach, seht ihr? Das ist manchmal so ein bisschen ein Problem. Irgendwie, das ist noch nicht so ganz ausgefeilt hier mit den Herrschaften. Die wollen da manchmal noch nicht so weiterschaffen, ne? Ihr seht das auch hier. Ja, hier fehlt natürlich jetzt auch wieder. Ach, Leute, ey. Ja, manchmal sind die hier einfach ein bisschen, ja, nicht so am On-Fleek, wie sie sein sollen. Das ist hier noch nicht so ganz hier. Mann, 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 ey. Meine lieben Freunde. Ist hier 0? Nee, hier ist 100. Alles klar. Ah, hier ist auch noch nicht getankt worden. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt wartet irgendwie, bis die Dame hier mal fertig ist oder so. Hier, Kollege. Aufhören zu flirten. Du sollst was schaffen, mein Freund. Gibt's hier? Ach, guck mal, hier ist doch nicht mal der... Kollege, was machst du denn hier? Du sollst was schaffen und nicht hier rumflirten. Mann, 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 ey. Was sind das hier für Kapriolen, ey? Okay. Ach, guck mal hier. Die Dame, die zockt eine Runde. Ach, das ist hier Tennis, ne? Nice. Cool. Und das kann man auch noch upgraden, das Teil. Für 750, Freunde. Ja, Leute, das... Weiß, aber das checken wir jetzt. Yeah. Okay. Jetzt kann man hier noch eine Runde Gas geben, Freunde. Aber jetzt spielt sie tatsächlich nichts mehr. Ja, aber geil, ey. Also, ja. Leute, die Vielfalt hier in dem Spiel ist wirklich absolut insane. Finde ich mega, mega cool. Und guckt hier wieder Cash am Start. Also, das Upgrade haben wir auf jeden Fall wieder raus. Oh, wir müssen auf jeden Fall Ware dann bestellen.
Beziehungsweise, das muss hier eigentlich mal unser Manager machen. Was ist denn da los mit dir, Kollege? Mach mal deinen Job hier, Alter. Ja, ja. Du sollst hier mal die Ware bestellen, ey. Wahrscheinlich müssen wir dem dann doch sagen, Bell wird für Lebensmittelbestellung. Ja, 12. Wir machen das mal hier ein bisschen höher. Und Bestellanzahl pro Produkt. Wir machen mal 5. Ja, wir machen mal 5. Aber wobei, ich glaube, da hinten ist ja schon relativ viel bestellt. Das wurde wahrscheinlich nur noch nicht eingeräumt, oder? Hey. Ah ja, hier fehlt. Wir räumen das mal hier ein. Und dann sollte das... Ah, nein. Keine Cola. Aha, Glasreiniger. Der muss noch hier drüben hin. Das kann da hin. Hier können noch die ganzen Nudeln drauf. Okay, das Regal ist schon mal voll. Dann packen wir hier noch... ach komm, wir packen hier einfach das Waschmittel und die Filterkaffee und die Nudeln rein und den Glasreiniger noch. Und dann haben wir sonst nur noch Getränke. Wo ist eigentlich unser... der Kühlschrank? Ach, der steht draußen, ne? Ach, das gefällt mir nicht. Ich mag das nicht, wenn das draußen steht. Ich finde das tatsächlich, wenn das drinnen steht, finde ich das deutlich schöner. Hoppala. Entschuldigung. Hello. Ja, das finde ich tatsächlich drinnen deutlich schöner, Freunde. Oha, wo ist unser Geld hin? Ach so. Der gute Kerl hat Geld hat bestellt wieder, hä? Wahrscheinlich. Eieieiei. Naja, Leute. Ich bin mal gespannt, ob das hier so mit den Einstellungen läuft. Und ja. Der gute Kerl wird hier auf jeden Fall müde. Ich würde sagen, Freunde, das war's für heute. Wenn es euch wieder gefallen hat, dann lasst mir doch super gerne wieder ein Däumchen da. Ich würde mich ultra darüber freuen. Und dann sehen wir uns definitiv in der nächsten Folge wieder. Ja. Vergesst natürlich auch nicht, das kostenlose Abo mitzunehmen und aktiviert die Glocke, falls ich es vergessen habe. Und ja, dann sehen wir uns, wie gesagt, in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen super schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Kakao.